So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Ich habe schon wieder die falsche Kamera. So. Gut. Nach dem ersten. Über diese Musik, diese Menümusik. Nach der ersten Katastrophe gucken wir mal, ob der Server sonst so läuft. Du kannst wieder Vollbild und du kannst wieder da. Ei, ich wollte. Danke. Gut. Sehr schade. Wäre natürlich cool gewesen, wenn diese Mod funktioniert, weil das ist eine Mod, auf die ich mich persönlich sehr freue, weil, wie gesagt, diese External CMD Mod, mit der kann man schon schöne Sachen machen. So, da haben wir auch ein neues Feature von Mindclone. Ich finde es übrigens interessant, dass Mindclone 5 mittlerweile tot ist, ne? Also zumindest hat den Anschein. Weil erst wurde es ja um Mindclone 2 etwas ruhiger, weil ja Wuzi irgendwie ja halt nicht mehr weiterentwickelt hat und den die Entwicklung abgegeben hat. Und zeitgleich ist dann auch eine Abspaltung entstanden von Mindclone 2 mit dem Namen Mindclone 5. Ist ja bloß ein halbes Schiff, will ich hier nicht was? Oh, das ist eine Kiste. Und genau, dementsprechend war denn, ne, so die Vermutung, dass Mindclone 2 halt tot ist und Mindclone 5 der Nachfolger wird. Aber weil halt Mindclone 2 auch noch parallel halt weiterentwickelt wurde, und zwar von den Nachfolgern, die von Wuzi ernannt wurden, war dann in Mindclone 2 irgendwie doch wieder so viel Aktivität, dass das halt schneller voranging als Mindclone 5. Weswegen der Mindclone 5 jetzt anscheinend irgendwie wieder eingestampft wurde. Wie gesagt, die letzte Version ist mittlerweile auch schon wieder viele, viele Wochen her. Und seitdem tut sich auch in dem Git-Repository irgendwie nicht mehr so viel. So, mal gucken. Oh, Eisen, direkt Eisen, sehr geil. Alles andere hier ist eher uninteressant. Kann man hier was machen? Mal schauen. Feder kann man immer mal gebrauchen. Das ist uninteressant. Das ist auch uninteressant. Das war's. Gibt es hier noch mehr? Also ich hatte schon mal ein Schiff gefunden gehabt beim privaten Spielen, aber davon ist ein bisschen größer. Vor allem, weil es auch wesentlich weiter versunken. Na gut. Dann gehen wir mal wieder an den Strand. Und lassen das Schiff sein. So. Ich finde es witzig, dass hier das Bambus sich von der Farbe auch anpasst, ne? Wenn Bambus auf dem hellen Gras wächst, ist es selber auch hell. Und wenn es auf dem dunklen Gras wächst, ist es selber dunkel. Voll süß. Oh, da ist Lava. Oh, noch mehr Pilze. Oh, ganz viele Pilze. Die nehmen wir uns direkt mal mit hier. Pilze kann man immer gut gebrauchen. Ich persönlich bin aber gerade eher auf der Suche nach Wassermelonen. Na, so fürs Protokoll. Sind sie überhaupt noch auf der Hauptinsel? Viele Pilze hier. Wassermelone. Yay, wir sind gerettet. Sehr gut. Gut, da können wir uns jetzt irgendwo am. Oh, jetzt noch eine. Wow. Können wir uns jetzt irgendwie am Strand niederlassen. Und doch schon mal so eine kleine süße Base hier aufbauen. So, und wisst ihr was? Ich glaube mal fürs Let's Play, also fürs Test-Let's Play jetzt hier, werde ich actually auch mal die Zeit wieder einstellen. Wie war denn das? Set.
Timespeed oder so? War das so? Ja, ich habe natürlich keine Privilegien, die Privilegien zu haben. Sehr geil. Das heißt, ich gehe mal kurz in die Konsole. Grant Walker Set Time, ne? Ja, da oben. Heute klappt. Also kurz, ich schiebe mal, damit ich hier nicht immer das Fenster schieben muss, schiebe ich mal das Konsolenfenster nach da und das Spielfenster wieder in die Mitte. So, jetzt habe ich mal beides in Sicht und sehe sofort, wenn das Server abstürzt. Dafür habe ich ja ein Multiscreen-System hier, ne? Wär super blöd, wenn ich die Sachen hier. Ach, doch nicht. Ich brauche doch nicht Set Time. Set Time ist, wenn ich die Zeit verändern möchte. Ich will aber auf Variablen zugreifen. Da brauche ich das Serverprivileg. So. So nämlich. Da, Server, das brauche ich. Und jetzt. Genau, ist 0. Und wir stellen es mal auf 72. Das ist ein bisschen sehr hoch. Ganz ehrlich, warum nicht? 270 ist der Normalspeed, von da lassen wir es auch. Und Time machen wir mal so, wie die Server immer starten. Ist, glaube ich, immer 6 Uhr, wenn man sich beim Server einloggt oder irgendwie kurz vor 5 Uhr? Nee, kurz nach 5 Uhr, also zwischen 5 und 6 irgendwie so. Ist nämlich immer die Zeit, wenn auch die Sonne aufgeht, soweit ich weiß. Gefährliches Halbwissen. So, jetzt ist also, jetzt haben wir also Tag-Nacht-Zyklus. Wir müssen uns also auch sowieso mal ein bisschen beeilen, weil, ne, wegen nachts ist dunkel und Monster und so. Auch wenn die wesentlich weniger Monster spawnen trotzdem welche. So, der Baum hier sieht schön aus. Oder wir lassen uns da vorne nieder. Das ist so eine schöne Landzunge. Ich glaube, wir lassen uns da nieder. Das sieht irgendwie schöner aus. Was sind diese drei Spitzen da? Ist da noch ein Schiff oder was? Da gehen wir gleich mal hin, sobald wir uns ein bisschen angefangen haben, niederzulassen. Das sieht da sehr interessant aus. Das sind so Totenpfähle, ne? What the heck? Ja, hier schön, hier lassen wir uns nieder. Das hier ist der perfekte Ort. Richtig schöne kleine Landzunge. Easy, sowas liebe ich, ja, super. Und natürlich direkt eine Schlucht vor uns. Gut, die können wir später zubauen. Aber wir können das auch nutzen, um hier zu gucken, ob wir Eisen und so, ne? So. Das heißt, ich mache hier mal ein paar Bäume weg. So, da hinten ist noch ein Baum. Der kommt auch weg. Und wir haben ein schönes Schiff im Vorgarten. Und drei. Ah, das ist auch ein Schiff. Wow, gleich zwei Schiffe. Sind wir hier im Bremerhaven oder was? Okay. Wir brauchen einmal das Ding. Stellen wir uns mal erstmal da so hin. Dann bauen wir uns direkt mal ein paar Kisten. Brauchen wir ein bisschen mehr Holz. Ich mache noch. So. Ach komm, ganz ehrlich, her damit. Holz kann man immer gebrauchen. Ja gut, ist natürlich nicht kombinierbar. Sehr geil. So. Dankeschön. Gutchen, damit ist das Ganze. Oh, ein Apfel. Damit ist das Ganze Dschungelholz weg. Braucht sowieso keine Sau. Haben wir eigentlich Dschungel-Saplings bekommen? Nee, ne? Nee. Ja, gut. Ich meine, Dschungel ist ja nicht so weit weg von uns. Da hinten ist es ja direkt. Von daher. Ne, weil Dschungelholz will ich schon immer gerne haben. Zum Beispiel, um dann später Kakao anzubauen und sowas. Alles habe ich immer gerne an Dschungelholz. Geht, glaube ich, auch nur an Dschungelholz. So, die beiden Kisten kommen erstmal hier so hin. Und dann packen wir erstmal alles rein, was wir erstmal nicht brauchen. Da. So, wir haben drei Eisen. Nee, wir haben nur zwei Eisen. Schade. Ah, nee, wir haben drei Eisen. Haha. Da. Warum ist das Ding so weit weg? Komm mal her. Dankeschön. So, du. Dahin. So. Brr, brr. Dankeschön. Und du kannst weg. Ab in die Grube mit dir. Okay. Das heißt, wir können jetzt mal streichen, mal schön eine Eisenspitzhacke bauen. Bram. Easy.
Ich weiß, eigentlich, normalerweise hätte ich mir, wenn ich nur drei Eisen hätte und keine Aussicht auf schnelles weiteres Eisen, hätte ich mir wahrscheinlich erstmal einen Eiseneimer gebaut, weil den kannst du nur aus Eisen bauen. Von daher ist das dann überlebenstechnisch immer sinnvoller, aber ist hier bloß ein Test-Let's Play. Da ist mir egal, ob ich krepiere, weil ich nie wieder Eisen finden werde. So, was wir uns auf jeden Fall machen, ist, wir brauchen erstmal Stein. Das heißt, wir nehmen uns unsere neu erworbene Spitzhacke, springen in den Schlund und holen uns erstmal ein bisschen Kohle, damit wir eine Lichtquelle haben. Beziehungsweise da unten ist schon eine Lichtquelle. Au, wow, wow. Lichtquelle? Alter, hier ist überall Wasser. Was leuchtet denn hier bitte? Leuchtet das Gold oder was? Irgendwas leuchtet hier. Ach, da ist ein Loch. Nee, ist kein Loch. Okay, dann ist es wahrscheinlich einfach nur wieder, dass der Map-Gen hier irgendwie Licht generiert hat, obwohl hier gar kein Weg nach oben ist. Interessant. So, da ist schon mal Kohle. Ist hier noch? Da unten ist. Da kommen wir leichter ran. So, her damit. Dankeschön. Okay. Können wir nämlich gleich mal gucken, ob diese Wielded Light Mod funktioniert. Das heißt, wenn wir hier eine Fackel in der Hand haben, so, dass hier dann noch automatisch Licht erzeugt. Ja, funktioniert. Guckt mal. Yeah, die funktioniert. Huhu. Bop, bop. Okay, so schnell kommt sie nicht hinterher. Schade eigentlich. Und im Wasser funktioniert sie gar nicht. Weil, ne, die Mordkunst funktioniert ja damit, dass sie quasi einfach die Luftblöcke, in denen ich mich gerade befinde, mit Lichtblöcken ersetzt. Und, naja, dementsprechend funktioniert sie nur, wenn man selber auch in Luft ist. Und Wasser ist keine Luft, sondern Wasser. Dementsprechend funktioniert sie hier nicht. Was ich gar nicht so schlimm finde, weil im Echten würden Fackeln auch nicht unter Wasser funktionieren, weil die Scheißdinger einfach mal ausgehen. Von daher. So, hier unten ist Lava. Haben wir natürlich auch schöne Ressourcen. Kein Eisen, kein Diamant, kein gar nichts. Was ist das hier? Ist das Stein? Sieht eher aus wie Erde, wie Dirt. Tuffstein. Lol. Den Namen haben die sich doch selbst ausgedacht. Ja, lieben was funktioniert auch. Wobei ich da gucken muss, weil ich habe den nämlich einen Bug entdeckt, als ich versucht habe, eine alte Mod mit einer neuen Minecraft-Version, also mit einer neuen Drawer-Version zu starten. Oder nee, eine alte Map mit einer neuen Minecraft-Version zu starten. Da haben nämlich die ganzen Icons, also die Bilder, die vorne entstehen, die waren nicht mehr sichtbar. Man hat also nicht mehr gesehen, was drinne war. Und da muss ich mal gucken, ob dieser Fehler noch besteht. So, das ist einfach nur Redstone. Brauchen wir eigentlich nicht. Das brauchen wir auch nicht. Oder kann man damit irgendwas Sinnvolles machen? Tuff! Tuff, 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 die Eisenbahn. Well done. Wow. Der Bug besteht immer noch. Da hätten die Mel-Mod ruhig mal reparieren können. Wir brauchen erstmal Kohle. Und Eisen. Eisen sicher, aber leider kein. Gold brauchen wir erstmal nicht. Gut, dann ziehen wir mal weiter. Hier ist noch ein bisschen Kohle. So, da ist Eisen. Gleich zweimal. Immer schön, wie ein bisschen Wasser auf den Sack geht. Oh, hier ist noch mehr Eisen. Ein bisschen Eisen gefunden. Sehr geil. In der Regel suche ich ja immer, wenn ich eine neue Welt betrete, immer, ob ich einen Mineshaft sehe, finde. Weil da hat man dann relativ häufig eher gute Ressourcen in der Nähe. Komme ich hier vorbei? Nee, ne?
hier irgendwo Eisen gesehen. Wo war denn das Eisen? Was hier? Alter, da. Gut, dann baue ich mich einfach mal lang. Denn wir brauchen auch Stein. Von daher. So. Oh ja, und wir haben Coin bekommen. Oh, dann ist noch mehr Lava. Oh. Oh. Was? Nur ein Eisen? Schade. So, die Pilze nehme ich auch mal mit. Wie viel haben wir eigentlich aktuell? Wir haben... Achso, alle in der Kiste. Komm, die Kohle nehme ich mal mit. So viel wie hier ist. Habe ich echt, warum man beim Abbauen von Kohle XP bekommt, aber bei vielen anderen Sachen nicht. Also wenn man zum Beispiel Eisen abbaut, bekommt man gar keine Experience. Wo ich eigentlich sagen würde, da gerade da müsste man eigentlich mehr Experience bekommen. Aber naja. Der Meinung bin wohl nur ich. So. Gucken wir mal hier lang, was hier abgeht. Oh, gefährlich. Okay, hier ist einfach nur so Wasser, so ein Lavablock, der da runter geht. So, da hinten ist das Schiff. Gut. Da ist unsere Landzunge. Wir gehen dann aber gleich mal da hinten hin. Ich würde mir halt gerne das andere Schiff da mit bewundern. Ja, und wir haben ganz viel Eisen. Also, geht so. Wir haben geht so Eisen. So, 16 Stück, so geil. Wie viel Stein haben wir? 56, das ist sehr gut. Das reicht zum Beispiel aus, um einmal sowas zu machen. Und Holz. So. Dann können wir nämlich auch gleich mal unser Feld erstellen. Sehr schnieke. Saplings. Ja, was natürlich traurig ist, dass es hier so wenig Tiere gibt, kriegen wir natürlich auch nur sehr, sehr schwer Wolle. Ich weiß noch nicht genau, wie wir an Wolle rankommen. Müssen wir dann mal gucken. Ich glaube, im Dschungel, wenn wir das Gras abbauen, dann kriegen wir, glaube ich, Wolle. Aber da bin ich mir jetzt nicht so sicher. So, wir wollten den Ofen hinstellen. Und zwar einfach... So. Perfekt. Was? Oh. Die Furnace-Mod hat einen Fehler verursacht. Das ist ja interessant. Warte mal kurz. Gehen wir mal wieder in den Fenstermodus hier. So. Hauptmenü. Weg. So. Das ging ja schnell. Ne, da. Boah, das Protokoll ist schon so lang. Ding. Weil ein Spieler eine halbe Stunde gespielt hat. Das geht ja gut. So. Lua One-Time Error from Mod, lalala, Funance Callback. Nordmeter Input. Attempt to compare Neil with Number. Das natürlich sehr schlecht. Jetzt können wir erstmal gucken, ob es eine einmalige Sache war. Weil diese Nerf-Fehler, die sind bei MyClone, vor allen Dingen waren sie das, sehr, sehr häufig. Ich dachte eigentlich, das haben sie jetzt mittlerweile ein bisschen mehr im Griff. Dass er, wenn irgendwas nil ist, er Überprüfung komplett überspringt. Aber scheinbar gibt es solche Fehler immer noch. Aber beim Ofen hatte ich sowas in letzter Zeit eigentlich noch nie gehabt. Aber guck mal. Okay, er hat es aber auch drinne.
Jetzt ist er nicht abgestürzt. Jetzt auch nicht. Also wenn ich es normal reinpacke oder wenn ich mit Shift reinklicke, stürzt er jetzt nicht ab. Okay, dann war scheinbar entweder irgendwas Komisches oder was ganz Komisches. Na gut, dann gehen wir mal wieder in den Windows-Modus. So. Und OBS hat das Fenster verloren. Ach, was ist denn los mit diesem OBS? Raus, rein. Nö, bringt nichts. Oh mein Gott. Was ist noch los mit diesem OBS? Mein Test. Eigenschaften. Meine Ping-Werte sehen auch schon wieder atemberaubend aus. mein Test, was ist mein Test? Da ist mein Test. Ja, schön. So. Okay, wir brauchen Kohle. Zwei reichen aus. Und let's go. Bis der Ofen funktioniert. Eieiei. Ah ja. Mal gucken, wenn solche Fehler sich häufen, kann man ja immer noch einen Bug-Report eröffnen. Schauen wir mal. So, wir wollten, der Ofen schmilzt. Da bleiben wir erstmal beim Ofen. So siehst du, wie ist das eigentlich? Okay, die Zeit vergeht nicht mehr. Das ist natürlich Set Time Speed. Mir war so wie, als wenn es eine Möglichkeit gab, dass dieser Set-Befehl direkt die Konfiguration-Datei manipuliert hat. Help Set. Ah ne, mehr ist da nicht. Weil dieser Endparameter ist nur dafür, dass man auch Werte setzen kann, die in der Konfiguration-Datei noch gar nicht drin stehen. Gut, das heißt, wir setzen den Wert einfach mal manuell. Dann fahren wir mal kurz den Server runter hier. So. Shutdown. Und mindtest.conf Timespeed 72. Und trotzdem schließen. So. Und wieder starten. Let's go. Und let's go. Jutchen. Jetzt müsste sich, genau, jetzt bewegt sich die Sonne auch wieder. Sehr gut. So, der Ofen brutzelt noch weiter. Ich finde es übrigens schön, dass sie jetzt mittlerweile es angepasst haben, dass wenn man die Welt beendet und so, er den aktuellen Brennvorgang nicht einfach komplett abbricht und dann nächstes Mal automatisch mit der neuen Kohle startet und man damit quasi Kohle verliert, sondern er jetzt wirklich sich den Zustand speichert und beim nächsten Mal einfach weitermacht und damit auch eine Kohle für 8 Items reicht, auch wenn zwischenzeitlich der Server tot war, also runtergefahren war. Das ist eine ganz coole Sache. Ich habe jetzt noch nicht überprüft, ob der Ofen auch dann einfach nur pausiert, wenn man sich selber von der Stelle entfernt. Oder ob er dann auch die Kohle verschwendet, immer noch. Ja, das weiß ich jetzt noch nicht. Müsst doch mal rausprobieren. Rausprobieren. Ausprobieren oder rausfinden. Aber, wie gesagt, zumindest wenn der Server runterfährt, wird der Zustand gespeichert. So, wir haben noch 18 Kohle. Wir können uns also noch ein paar Fackeln bauen, was auch günstig wäre, wenn es nämlich bald so dunkel wird. Denn ich weiß noch nicht genau, wie gesagt, wie wir an Kohle, an Wolle rankommen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich die ersten paar Nächte hier im Dunkeln stehen. Wir platzieren also schon mal ein paar. Zum Beispiel hier eine und hier eine. Also ein bisschen Partylicht machen hier. So, und dann machen wir hier noch eine. So, sollte hell genug sein. So, Ofen ist fertig. Jetzt ist die Frage, gehen wir zuerst in den Dschungel und suchen nach Wolle oder gehen wir direkt zu dem Schiff? Ich persönlich würde ja gerne direkt zu dem Schiff gehen. Andererseits, die erste Nacht lässt nicht mehr lange auf sich warten. Wir gehen also mal doch lieber eher in den Dschungel und hoffen, dass wir da irgendwie an Baumwolle rankommen.
Weil in Mindtest-Game, da ist es ja so, dass man im Dschungel Wolle findet, aber bei Mindclone bin ich mir jetzt gerade nicht mehr so sicher. Weil hier sehe ich erstmal überall nur das normale Gras. Wir müssen also wahrscheinlich in den dichteren Dschungel gehen, damit wir auf dieses andere Gras kommen. Die Frage ist nur, wo ist einer? Da vorne sieht es dichter aus. Ich glaube, wir gehen mal lieber dahin. Hey, der Dschungel schluckt halt komplett Performance. Ja, ich bin auf 200 runter von Sicht und der fängt schon wieder an, so leicht zu stockern hier, sobald ich in der Nähe von dem großen Hauptdschungel bin. Ja, das ist schon echt heftig. Dieses ganze Blattwerk. So, Pilze, easy. Ja, so viele auch noch gleich. Sehr gut. Nahrungsmäßig sind wir also schon mal ausgediegen. Bis wir unsere erste Melonen einfahren können. So, was ist denn eigentlich hier? Ne, das ist normale Saat. Ja, genau, das ist normale Saat. Tja, jetzt bin ich mal gespannt. Oh, hier geht es nicht weiter. Bin ich mal gespannt, ob es hier oben andere Blätter gibt, andere Pflanzen. Okay, so dicht ist der Dschungel hier doch nicht. Nee, sieht schlecht aus. Ist also nicht so wie mein Test. Schade. Gut, dann gucken wir mal, was das Handbuch dazu sagt. Bitte mit Doppel-O. So, wie kamen wir? Gar nicht. Okay, das ist traurig. Bin ich. Ja, wie kommen wir an Wolle ran? Ich meine, Alternative wäre natürlich auch noch irgendwie in Kisten zu finden, also so in Dungeons oder in Mine Car, also hier, ne, hier diese Mineshafts, diese Dinger, die da unter der Erde so lang gehen. Kommen hier nie wieder raus. Das Eisen. Was es aber gerade nicht viel bringt, weil ich habe eh nicht meine Spitzhacke mit dabei. Was tue ich also gerade? Schnell wieder raus. Ja, mit dem Rausgehen ist es hier nicht so einfach, ne? Oh, doch, geht. Glück gehabt. Ha! Wolle, Wolle, Wolle. Ich wollte nur etwas Wolle. Tja, es wäre also denn das nächste Problem, wenn ich dann bei dem Hauptserver auch Tag-Nacht-Rhythmus einschalte. Wie denn die Spieler? Wow, Alter, wie der erstmal die ganze Saat runterkommt. Wow, was ist hier für ein Geburtstag? Alles meins. Sehr geil. Oder oh, schon doch was. Ist dann, wie gesagt, auch ein Problem, wie denn die Spieler denn nämlich an Wolle rankommen. Ich meine, klar, man könnte am Spawn so einen Laden installieren, wo man eine Wolle kaufen kann. Aber es überzeugt mich alles nicht so wirklich. Nicht wirklich. Gut, das war's auf jeden Fall mit der Wolle erstmal. Da werden wir mal gucken müssen, ob wir da irgendwie an Kisten kommen mit Schätzen. Ob da denn irgendwo ein bisschen Wolle mit bei ist. Ich habe ja hier auch diese Treasure-Dinger da installiert von Wusi, wo man irgendwelche Dungeons hat oder irgendwo sonst irgendwie Kisten rumstehen hat, weil zusätzlich auch noch Schätze drin sind. Allerdings ist da eher so allgemeines Gerümpel drin, ne? Was vielleicht
besser oder schlechter ist, um dort normale Wolle zu finden. Wer weiß. So. Wird schon dunkel? Oha. Zum Boot schaffen wir es auf jeden Fall noch. Oder zum Schiff. Wobei schon wunderlich ist, dass hier überhaupt keine Tiere sind. Weil so niedrig ist der Wert eigentlich gar nicht eingestellt. Aber gut, ich baue mal ein Boot. Das Wasser ist mir definitiv zu laut. Nein, das war falsch. Jetzt haben wir nochmal vier Dinger. Kann ich schaden? Achso, die kann man ja nicht stacken. Wow. Na gut, dann lieber so. Ihr könnt erstmal weg hier. Ich nehme dich selber mit. Und dich nehme ich auch noch mit. Und dann, let's go. Ist du, in Minecraft funktioniert das Schwimmen so wunderbar schön. Während in Minecraft Game das ja super schlecht war. Okay. Was ist hier los? Das hier. Ah, wer weiß. So, hier ist das Schiff, da wollen wir hin. So, was gibt's denn hier? Hä? Ich sammle hier welche Sachen ein. Was sammle ich denn hier bitte ein die ganze Zeit? Oh, hier schwimmt noch mehr von solchen Sachen. Lol. Man sieht halt einen Scheiß und man hat auch relativ wenig Sauerstoff immer dabei. Aua. Alter, wie viel schwimmt denn hier rum? Lol. Was ist das hier eigentlich für ein Zeug? Ist das normales Holz? Ja. Okay, weil mit normalem Holz kann man nämlich ein bisschen tricksen, aber ich sehe gerade, da brauchen wir dreimal welches. Oh, Alter. Oh. Geht doch. So. Ja, schon wird's dunkel. Oh, Alter, ich wollte hier rauf. Arschloch. So, weg damit dir. Schwuppdiwupps. Dankeschön. So. Wir nehmen nämlich jetzt einfach mal Quatsch halt. So. Voilà. Und dann haben wir eine wunderschöne. Hä? Hallo? Tür. Okay, wir haben gleich drei Stück. Auch nicht. So, und mit dieser Tür können wir nämlich jetzt. Alter, das ist jetzt schon ganz schön dunkel hier. Okay, ich sehe gar nichts mehr. Okay, Sache abgebrochen. Man sieht einen Scheiß, wenn es nachts ist. Wer hätte das gedacht? So, da sieht man hier andere Sachen ganz schön. Und zwar da hinten sieht man was und da sieht man was und da hinten sieht man was. Wenn wir Glück haben, sind das nämlich Mineschächte. Das heißt, wir werden mal direkt hingehen und wir werden mal direkt, wenn das welche sind, hinabsteigen. Wenn wir Pech haben, ist es bloß Lava. Dass wenn ich drunter gucken kann. Ich brauche ein Boot aus Glas. Warum brauchst du so lange zu bremsen? Und es ist ein. Gar nichts. Ach, doch, es ist Lava. Na gut. Das war auch genau die Höhle, wo wir vorhin schon drin waren. Sehe ich gerade. Unser Boot ist genau wo? Da. Oh, auf dem Wasser funktioniert das Ding auch. Lol. Aber wir wollen ja die Lichter sehen. Das heißt, wir machen mal hier ein bisschen dunkler. Damit wir die Lichter besser sehen können.
Da ist gar nichts, oder? Hä? Hier leuchtet die Erde. Oh, aha. Das habe ich nämlich schon fast gedacht. So, sehr geil. Wir haben einen Mitschacht gefunden. So, haben wir. Oh, Alter, hier ist überall Sand drüber. Wenn wir uns hier irgendwo, ne, ein bisschen die Decke berühren, stürzt halt sofort direkt alles ein. Und weil halt drüber als Sand ist, gibt es halt nahezu gar keine Ressourcen. Gibt es wenigstens irgendwelche irgendwelche Kisten? So, jetzt bin ich hier erfolgreich ein bisschen im Kreis gelaufen. Da waren wir gerade schon. Von hier kamen wir. Das heißt, wir gehen erstmal das andere Gleis da lang. Also da lang, da waren wir noch nicht. Also hier gibt es auch zwei Abzweige, okay. Dunkel. Oh, hier ist Ende. Und hier ist auch zum Glück kein Sand. Bisschen beruhigt. So, wie sieht es denn hier aus? Hier, oh, hier ist ein bisschen Erde. Eisen. Und direkt Sand. Und den können wir nicht abbauen, weil dann stürzt mich das hier alles ein. Scheiß die Wand an. Gut, viel mehr ist hier aber auch nicht. Eine Fackel. Gut. Das eine Ding lasse ich da einfach mal, sonst wie gesagt, dann schütze ich alles ein. Ach so, das ist auch das andere Ende. Das heißt, viel mehr gibt es hier auch gar nicht. Keine Kiste, kein Nix, kein gar nix. Ich gehe mal noch mal nach unten und guck mal, ob es hier noch einen Abzweig gibt. Weil ich habe hier, wie ich es richtig gesehen habe, ging es hier irgendwie nach oben, nach oben oder noch nach unten. Genau, hier waren, das war hier, da waren wir gerade. Von hier kamen wir. Der Abzweig ist der, wo wir zuerst reingelaufen sind. Und in die Richtung ist nämlich noch was anderes, oder? Man sieht aber leider nichts. Ah, ne, komm. Wir verschwinden einfach mal. Da ist der Baut. So, da waren wir gerade eh. Das heißt, jetzt gehen wir nach da hinten, wo das andere Lichtlein war. Aber machen wir am besten erst in der nächsten Folge. So, schön stehen bleiben. So. Genau. Gut. Dann ja, bis zur nächsten Folge. Auf der Suche nach dem Licht.